Ich glaube, mein lieber Stammgast ist wieder hier auf meinem Kanal, denn ich merke, dass du die ganze Zeit drauf bleibst. Und wäre schön, wenn noch jemand dazukommt. Mir soll es gleich sein, ob das ein Berechtigter in Anführungszeichen ist oder ein Stammgast. Wobei mich natürlich interessieren würde, auf welche Weise du hier bei mir gelandet bist. Ja, da könnte ich vielleicht ein bisschen nachhelfen. Die ganzen Tipps, die von YouTube gegeben werden, ja, ich glaube, dass ich die gar nicht auslaste oder wahrnehme oder davon Gebrauch mache. Ich bin viele Jahre hier schon nun mit meinem Kanal zugange, habe auch zigtausende Abonnenten. Und hatte mir eingebildet, dass bei diesem und jenem Mal klingelingeling die Glocke klingelt. Ja? Wenn Luffy hier einen Kanal einschaltet, nicht? Da müssen noch ein paar dabei sein, die sagen, uch, der ist jetzt drauf, komm, ich guck mal. Ja? Aber meine Tochter hat es gesagt, ich glaube, das trifft den Kern. Die sagt, ich habe das abgestellt, diese Möglichkeit. Mit der Glocke, ja. Die sagt, das nervt mich. Dauernd klingelt die Glocke, ja. Ja, ich habe die ganzen Tage hier jetzt Livestreams laufen lassen, kann das sagen. Never change a winning team. Eine neue Software. Hier, Mama. Mein OBS Studio nennt sich das, womit ich hier gerade zugange bin. Ein neues Update, 30.0. Und ich kann auch sagen, ein Glück, dass ich mein alte noch draufgelassen habe und habe die parallel installiert. Denn es wäre verhängnisvoll gewesen, wenn ich die alte runtergeschmissen hätte, weil die neue einfach nicht stabil funktioniert. Ja. Ohne irgendwelche Gründe und Vorankündigungen macht die Schluss, beendet den Stream und so weiter. Ja. Also das ist eine Disharmonie zwischen den Softwareherstellern und Betreibern und Entwicklern und den Leuten, die das Betriebssystem zu verantworten haben, hier bei Apple. Ja. Und sie geben mir auch immer hier bei Apple. Ich finde das, ich begrüße auch den zweiten Zaungast noch, der sich hier eingefunden hat. Ja, und ich erzähle gerade in eigener Sache, dass ich eben über viele, viele Stunden gestern bis nachts, bis nach Mitternacht verschiedene Streams immer wieder gestartet, beendet habe. Und die neue Software hat mir ständig Schwierigkeiten gemacht. Das kann es ja wohl nicht sein, dass man hier sich Mühe gibt und richtig loslegt und dann wird aus unerfindlichen Gründen der Stream beendet oder unterbrochen und es würden angeblich nicht genug Daten geliefert. Dann sagt er im nächsten Moment wieder auf sehr guter Verbindung. Ja. Also man kann auch nicht nachvollziehen, ob das eine Datenüberlastung ist, des Netzes im Allgemeinen, des Internets oder regional, ob das hier ein Effort liegt. Ja. An dieser Strecke, wo ich einspeise oder wo ich ins Netz gehe. Nicht? Also dem auf die Spur zu kommen, ist so gut wie unmöglich. Ja? Und die Drecksäcker, die sagen, die geben mir nicht zu, wenn sie hier Scheiße bauen und sagen dir, oh, entschuldigen Sie bitte, Luffy, wir haben vorgestern eine schlechte Verbindung gehabt, aus den Gründen. Ja? Und die Leute fressen das, ja. Sie beschweren sich auch nicht, sind froh, wenn sie überhaupt ihr Internet aufrechterhalten können und akzeptieren dann diese Schwärmereien, ich meine, es sind Dienstleister, nicht? Die werden bezahlt von mir, verdammt nochmal. Der Monat ist schnell rum und da hast du 30 bis 50 Euro abgedrückt für deine Leistung. Ich bin hier also sowohl mit dem Fernsehen als auch mit dem Telefon und hier mit dem Rechner im Netz. Das läppert sich. Ja.
Und alle Nase lang eine Softwareveränderung im Fernsehen, nicht? Was haben wir überhaupt nicht? Es läuft alles stabil, es gibt gar keine Veranlassung da ständig. Du denkst, der Fernseher ist kaputt, nimmst die Bude auseinander, ja, ziehst sämtliche Stecker und so weiter rein, raus. Die Frau wird nervös, will ihre Lieblingsserien sehen. Nicht? Und da kommt auch keine Entschuldigung oder irgendwas. Ja. Du musst froh sein, wenn dann so eine schäbige Tafel kommt. Softwareaktualisierung, also das ist das höchste der Gefühle, was sie dann noch bringen, ja, aber auch nicht immer. Ja, jetzt ist Nummer 3 da. Herzlichen Gruß, Nummer 3. Auch, also ich würde mal sagen, wenn hier 3, 4 sogar, jetzt sind 4 Leute da, dann würde ich sogar mal langsam hier einsteigen ins Geschehen. Also ich habe heute hier was ganz Besonderes zu bieten. Hier, die Kameradin, über die werde ich gleich einiges sagen. Ja. Das wird spannend, das darf ich euch schon verraten. So, ich starte aber jetzt erstmal hier. Ein bisschen was fürs Auge. Ich habe mich so ein bisschen zurückgenommen hier mal. Damit man die schönen Bilder sieht. Man muss sich immer vor Augen führen, dass Art Deco ist eine Stilrichtung gewesen, die ja 4 Jahrzehnte lang angehalten hat. Das begann in den 20er Jahren. 20er Jahre, das sind also 10 Jahre bis 1930. Dann bis 1940, das sind 20 Jahre. Und dann ging das Art Deco bis zum Ausklang der 40er Jahre, kann man sagen, 48, 49, 50, und war sozusagen, hatte seine Nachklänge dann sogar in den 50er Jahren noch, also eine sehr, sehr lange Zeit, wo man sagen kann, dass diese 3 Jahrzehnte natürlich stilprägend gewesen sind. Oh Mensch, was ist denn jetzt schon wieder hier los? Stilprägend gewesen sind und hier, also der feine Herr mit Frack und Zylinder. Also ich muss wirklich sagen, manchmal ist es mir auch danach, so ein bisschen einen auf schick zu machen. Und meine Anzugzeit, die reicht ja hier Knickerbocker. Furchtbar, diese Mode. Ich habe die Knickerbocker immer gehasst. Da in den 50er, 60er Jahren, da waren ja sehr viele Leute noch, Männer mit Knickerbocker unterwegs. Eine furchtbar. Im Übrigen erinnert mich das auch so an die Bermuda-Shorts. Die haben wir auch gehasst in unserer Jugend. Und heute trägt jeder Bermuda-Shorts. Es ist unerträglich eigentlich. Furchtbar. Also ich lasse mir das noch gefallen, wenn jemand schöne muskulöse Beine hat, dann ist das okay. Aber wenn einer da so schön dünn Stelzen da aus seinen Bermudas raushängen lässt, hier im Ofen schön verkleidet, nicht so eisern nur, sondern schick, Terrakotta und Keramikverkleidung, ja, und die feine Dame hier, ganz typisch, dieser Hut, und mal ein Bad, ein schickes Bad, ausreichend groß natürlich, nicht so beengt wie heutzutage. Ja, das war das, wir eben, hier, er hatte noch das Klobecken im gleichen Zimmer und hier wieder ganz, ganz typisch, das vom Chrysler Building in New York, oben diese Figur. Ja, ich hatte schon gesagt, es ist nicht so einfach jetzt dieses Hochformat hier sozusagen rein zu quetschen ins Querformat,
ohne die Bildchen zu klein wäre, das ist ganz typisch, diese Architektur. Und was mir so gefällt, ist die klare Linie. Und die Schnörkelei des Jugendstils hatte ihr Ende. Man hatte sich satt gesehen und man wollte klare Linie haben. Ja. Und hier, das ist ein ganz typisches Ornament, hier eine Kommode der Art Deco-Zeit. Und Jade und Rosenquarz, das ist Rosenquarz, ein sehr beliebtes Material. Und die typische Kasse, die kenne ich auch noch. In den 50er Jahren stand die also in zahlreichen Läden in Erfurt. Also ich werde auch durch diese Bilder oftmals angeregt und sage, Mensch, das hast du doch in deiner Jugend noch erlebt. Und es hat mir einer gesagt, und das hat mir so gut gefallen, wenn man ein Kaufhaus, hier ist eine ganz verrückte, tolle Frau, die also oben auf dieser Figur, hier ist das nicht wunderschön, dieses Bett, dieser Schwung, aber doch auch die sachliche Klarheit. Warum nicht auch mal ein Zugabteil, was auch geprägt worden ist, stilistisch durch das Art Deco, ein Türklopfer mit viel Fantasie und Hunden, Katzen, Schlangen, Spechte und natürlich immer schöne Werbung. Coca-Cola gab es schon lange mal hier, ein Safe, fast ein Kunstwerk für sich, so eine Safe-Tür. Also man weiß heutzutage gar nicht mehr so ohne weiteres, wann hier so ein Gemälde oder ein Foto nachträglich sozusagen auf Art Deco gemacht worden ist. Das ist auch schick vom Fahrstuhl, die Technik. Alles sehr viel Messing war damals das Material. Ich habe Messing geliebt. Messing, auch Messing-Schilder. Wenn du also irgendwo vorbeigekommen bist und hast du gelesen, Rechtsanwalt, Doktor so und so, Messing mit Sidol geputzt, da waren in den Riefen, in den waren dann immer so weiße Reste von Sidol, dem Putzmittel. Ja, ich muss sagen, da gehen viele Leute in New York natürlich achtlos vorbei, an diesen wunderschönen Fassaden. Und die Wolkenkratzer, man glaubt es nicht, sind ja in ihren Details so interessant wie Häuser, Einfamilienhäuser. Also man kann von diesen Wolkenkratzern Bildausschnitte machen, Fotos machen, so geschickt, wenn man zum Beispiel auf der gleichen Höhe fotografiert, da sieht das aus wie ein Haus, ein gewöhnliches Haus. Ja. Wenn man die Anschnitte geschickt wählt, die Ausschnitte, und nicht die üblichen Fotos macht von den Wolkenkratzern, um nun zu zeigen, wie toll die sind. Ich muss doch ein bisschen hier zusammen etwas klarer machen. Ja, wenn ich die jetzt hier einheitlich so durchlaufen lasse, da werden die Bildchen ja Briefmarken groß und das kann es ja wohl nicht sein. Also es hat einer mal gesagt, das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, man braucht in einem Warenhaus, in einem Kaufhaus, das braucht man bloß 50 Jahre zu schließen und sich 50 Jahre selbst überlassen. Und wenn man das danach wieder nach 50 Jahren öffnet, dann ist das kein Kaufhaus mehr, sondern ein Museum. Das hatte mich damals tief beeindruckt. Ich habe leider vergessen, wer das gesagt hat. Ja. Und jetzt mit meinen 77 Jahren merke ich, dass auch ich sehr, sehr viele Sachen erlebt habe, schon, die
muss ich ja einen Charakter angenommen haben. Ja? Zum Beispiel mein Spielzeug aus den 50er Jahren, das sind heute reinste Antiquitäten. Ich hatte also noch vieles Blechautos, eine Straßenbahn aus Blech, alleine so eine Märklinbahn aus den 30er, 40er Jahren. Also die ist ja nicht bezahlbar mehr. Ja. Also es ist unglaublich, was man inzwischen für Blechspielzeug hinblättern muss. Ja. Und die besten Objekte sind mittlerweile ja in festen Händen. Und es war so, sehr viel, der Bestand an Kinderspielzeug ist naturgemäß gering. Warum? Weil Kinder natürlich alles kaputt machen. Ja. Und wenn sie es nicht kaputt machen, dann ist es der Vergessenheit anheimgefallen. Und man hat einfach keine Lust, sein Spielzeug in die Zukunft mit hinüber zu retten. Und meine Mutter hat zum Beispiel mal von mir ein Spielzeug weggeschmissen. Ja. Und wo ich ganz empört gewesen bin und habe sie zur Rede gestellt, da hat sie so trocken gesagt, du bist doch kein Kind mehr. Ja. Was willst du noch mit dem Spielzeug? Ja. Also ich war erbost, ja. Ich war also sowas von erzürnt und erbost, da knallte ich doch einfach mein Spielzeug in die Tonne, ja. Weil ihrer weiblichen Logik nach der Junge nun langsam Flücke wird. So. Ja, und hier, das ist interessant, das ein bisschen, alles doch ein schöner Türklopfer noch, ein bisschen durcheinander, das war die Krone von der New Yorker. Hier Rohrpost. Ich habe mich sehr schwer getan, das ist das einzige Rohrpostbild, wo man so einigermaßen ahnen kann, was da los war. Ich habe die Rohrpost noch kennengelernt hier auf unserer Hauptpost. Da gab es so ein typisches Geräusch und dann flog aus so einem Rohr so eine Kapsel raus, wo ein Brief drin gewesen ist. Ja, das war sehr spannend. Das ist hier ganz typisch in Miami, eine ganze Straße Art Deco, eine Art Deco-Villa an der anderen. Ganz fantastisch, ja. Diese Pastellfarben, dieser Villen. Hier, da will ich mal stoppen und was dazu sagen. Ja. Das ist also ein Fahrstuhl der Luxusklasse, auch in New York in einem Building. Aber ich kenne noch, in meiner Zeit als Kind, da gab es noch hier im Kaufhaus einen großen Fahrstuhl und der hatte einen sogenannten Fahrstuhlführer. Also den konntest du nicht etwa selbst bedienen. Ja, das war ein Riesending und das hätte sich gar keiner zugetraut. So mechanisch mussten da so verschiedene Hebel umgelegt und gemacht und getan werden. Und dann haben sie auch sehr wichtig, ja. Er ist der Führer, der Fahrstuhlführer. Ja. Und also ich habe das zutiefst bedauert, als der Fahrstuhl dann umgebaut worden ist und hatte keinen Fahrstuhlführer mehr. Man hat sich im Laufe der Jahre an den Kerl gewöhnt. Ja. Da gehört einfach mit dazu, wenn man mit der Mutter im Kaufhaus war, da ist man im Fahrstuhl rein und dann freundlich gegrüßt. Ja. Wie geht's? Das Ding ist ganz langsam da hochgefahren. Es war nur der vierte Stock war Lebensmittel ganz oben. Ja. Und das ging so peu am Tüt, ganz langsam mit den typischen Geräuschen, die man heute noch im Ohr hat. Ja, das sind also Fahrstühle, deswegen habe ich hier so ein paar Aufnahmen mit reingenommen. Da haben mich diese alten Gefühle wieder gepackt. Ja, interessante Figur hier, das ist natürlich dann auch. In Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele Plastiken und Denkmäler, die also von der Sachlichkeit des Art Deco beeinflusst worden sind. Ja, hier so eine einsame Kameradin, die da reingeht, also seine Fantasie spielen lässt. Ja. Aber ich will mich da lieber nicht äußern. Ja, also unglaublich, diese herrlichen
diese wunderschönen Fassaden. Und das, was vorher der Jugendspiel zu sehr verschnörkelt dargeboten hat, das hat dann das Art Deco ausgeglichen mit seiner typischen Sachlichkeit. Und deswegen hat das auch 3 Jahrzehnte vorhalten können, weil man nicht so verspielt und verschnörkelt war. Immer sind es Extreme, die Menschen früher oder später satt kriegen. Und da das Art Deco so verschiedene Stilrichtungen zugelassen hat, hat sich das so lange gehalten. Ja, hier der feine Herr, der feine Pinkel mit Zylinder. Ja, also ich wünschte mir manchmal, man könnte wieder mal den Anzug anziehen, aber ich hab gar keinen Anzug mehr. Ja. Und nur von hier wieder an einem Knickerbocker vorspar, ja. So eine Schiebermütze und Knickerbocker. Also ich habe die gehasst, diese komischen gewürfelten Strümpfe dazu. Schon als kleiner Junge habe ich Knickerbocker gehasst. War eine ganz bestimmte Kategorie, die Dinger getragen hat. Ja. Mein Vater hätte nie so eine Knickerbocker angezogen. Ja, hier schöner Türklopfer als Stiefel. Klasse. Fass den Stiefel an, klack, 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 und immer wieder schöne Frauen. Oh, ist das ein schicker Bursche. Ja, weißer, und diese unglaublich schöne Türklinke, ganz typisch, ja. Schwung, ja, aber bitte nicht zu verspielt. Ja, hier gibt es natürlich Parallelen zu der Kunst in Italien und auch im Deutschen Reich dann. Und deswegen ist es aber nicht so einfach da. Ja, man ertappt sich natürlich bei dem Gedanken, diese Teile der Außenarchitektur politisch den Kameraden zuzuordnen in Italien und in Deutschland. Das ist aber nicht so einfach, weil einfach das Art Deco diese Stile eigentlich vorgegeben hatte und sich der Kamerad in Italien, also auch in Deutschland, einfach dessen bedient haben. Ja. Insofern war eben Albert Speer auch nur ein Produkt seiner Zeit und hat nicht seine Architekturvorschläge, die er gemacht hat, aus einem luftleeren Raum bezogen. Wir werden das noch anhand mehrerer Beispiele sehen. Also das ist ja wahnsinnig hier, ja. Terrakotta in Verbindung mit Gold. Das ist aber nicht das New Yorker Gebäude, sondern das steht in Chicago, was wir eben gesehen haben. Sehr viel Terrakotta und wunderbare gebrannte Keramik, die ja auch unglaublich haltbar ist bis in unsere Zeit hinein. Und wie gesagt, bis auf die einige Sünden, die man also in den Großstädten wie in New York sich geleistet hat und hat also abgerissen. Aber zum Glück hat die Stadtverwaltung dem Einhalt geboten. Und sonst wäre also das Grand Central auch noch abgerissen worden. Und heute ist es der ganze Stolz von New York, den Touristen das Grand Central, den Bahnhof vorzuführen. Übrigens 2 Etagen. Sind das insgesamt untereinander und der Grand Central ist ein Kopfbahnhof, also da müssen die Züge, also entweder halten sie da an und fahren rückwärts wieder raus, oder es gibt eine einzige Schleife, da kann ein Zug auch in der Schleife sozusagen vorwärts weiter mit seiner Lok fahren und kann davon Gebrauch machen.
Das sind noch Männer, ja, die ausgesehen haben wie Männer. Ja, meine lieben Freunde, ich sehe gerade, ihr bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Hier wird ein schöner Hund, Türklopfer. Ja, der ist ein Material, was ich sehr gerne habe, ja. Und hier wird auch das Chrysler Building, ist natürlich das Schönste von New York. Und man kann sich nicht satt sehen an dem Teil. Die herrliche Dosen und Accessoires, die ich auch mit untergemischt habe hier in diese ganzen Schönste, oder ein Flakon für Parfüm und so weiter. Hier wieder ganz tolle, vom Scheitel bis zur Sohle stimmt da alles, ja. Also wird natürlich eine Gesellschaftsschicht angesprochen, die nicht auf den Dollar oder auf die Mark schauen musste. Ja, hier, diese Schuhe fragen nicht. Ja. Das wäre für einen Arbeiter ein Monatslohn gewesen. Also wenn man hier sieht, diese, auch wieder ganz typisch, diese Dreiecke, wenn man das verinnerlicht, dann begreift man auch das System beim Art Deco. Ja, Schwünge ja, aber klare Linien und Stromlinienförmigkeit auch. Deswegen, wenn du einen Strich hast und zu einem Strich und einem rechten Winkel, hier wieder die unvermeidlichen Knickerbocker, und hast einen Kreis, eine Stromlinie zum Strich, zum Quadrat, ja, dann ist dein Bedarf an Geometrie sozusagen gedeckt. Dann willst du gar nichts anderes mehr, ja. Und deswegen, ich kann es noch immer wiederholen, hat sich eben das Art Deco drei Jahrzehnte gehalten. Frank Sinatra, also ein typischer, schicker Typ, mit seinen beiden Kumpels in Las Vegas aufgetreten. Das ist wieder ein Gebäude, was hier am Ocean Drive in Miami steht. Da parken sie immer so schicke Autos davor, dass die Leute noch was zu sehen haben. Schöne Straßenkreuzer, die man in Amerika nun überhaupt nicht mehr findet. Die haben genau diese langweiligen Karren wie wir auch. Also Amerika als Land der interessanten Autos, das war nur zu meiner Kindheit noch zu sehen. Das ist längst Vergangenheit, das wissen wir ja alle. Ja, da hat er die arme Kameradin wirklich auf diese Figur gestellt, ein paar hundert Meter über dem Pflaster. Ganz typisch der Sessel hier, ja. Unglaublich. Was ist denn das? Das kann ich gar nicht erkennen, was das war. Ich habe es noch reingenommen, weil es so schick aussieht, ja. Ja, also die Kommode, wenn man die bei sich hier in der Bude stehen hat, ich glaube kaum, dass man sich an der satt sieht. Das in Chicago, ja, ganz, das Licht muss natürlich auch stimmen. Die kostbaren Materialien, Terrakotta, das wird jetzt wieder neu, nach vielen Jahren der Ruhe und der Vergessenheit wird jetzt in New York Terrakotta wieder verbaut. Ja, das ist ein teures Baumaterial. Hier im Hintergrund, Tamor hat die Ausrüstung gebuckelt. Ja, Mensch, das sind Kunstwerke, die Schuhe. Ja, aber für sowas fehlt einfach das Publikum. Ja, wenn du mit solchen Schuhen heutzutage, hier ist wieder der Bau der Freiheitsstatue, wenn du mit solchen Schuhen heute rausgehst, das kriegt gar keiner mit. Ja. Du kannst, also ich habe ja noch in den frühen 60er Jahren habe ich noch Schuhlaufen veranstaltet, ja, mit meinen italienischen schwarzen Wildlederschuhen, ja. Also da habe ich genau drauf geachtet, wer mir da auf die Schuhe geguckt hat, ja. Und das war natürlich für mich immer ein Erfolgserlebnis ersten Ranges,
wenn man meine sündhaft teuren italienischen schwarzen Wildlederschuhe mit Torero-Absatz einer Musterung unterzogen und für gut befunden hat. Hat sich die Ausgabe wenigstens gelohnt, ja. Sau teuer. 120 Mark, Ostmark, das war ungefähr ein Fünftel des Monatseinkommens eines Arbeiters. Herrlich, so eine Farbe, so ein Gelb. Hier ist auch mal was anderes, wie die hier aus der Krone rausgucken, die. Komm, wir machen mal zurück. Ja, guck. Sieht man mal die Größenverhältnisse, ja. Hier, diese herrlichen Fenster in der Ecke. Ja, die Ecken, Eckengestaltung. Den Martin, ja, der Kumpel von Frank Sinatra, jeden Abend aufgetreten in Las Vegas. Ist eigentlich auch Schwerstarbeit gewesen, was die Jungs. Und Sammy Davis Jr. war der Dritte im Bunde, die dieses Kleeblatt, dieses dreiblättrige Kleeblatt, die haben Las Vegas fest in der Hand gehabt. Sündhaftes Geld verdient und auch zu Recht. Also das musste erst mal abkönnen, jeden Abend auf so einer Bühne so zu tun, als wärst du das erste Mal für das Publikum da. Also eine hohe Kunst der Schauspielerei, über was die Kameraden verfügt haben, ja. So, aber jetzt werde ich mal hier eine kleine Unterbrechung machen. Hälsere Anzeige, ja, so. Und werde euch mal eine kleine Story erzählen. Zeig mal. Ja, die vier Leutchen sind noch da. Also für euch extra. Das hier, meine Tänzerin. Als ich hier die Fotos vorbereitet habe für Art Deco und mich wieder so ein bisschen auseinandergesetzt habe mit der Materie, da ist mir hier meine Tänzerin, bin ich auf die aufmerksam geworden und dachte, Menschenskind, guck doch mal, ob die verkäuflich ist. Ja. Muss ich dazu sagen, ist von meiner Tante Trutschen, ja. Und naja, die ist zwar 90 geworden, aber die war natürlich da in den 30er Jahren, junge Frau, Teenager, und irgendwann hat sie sich diese Figur gekauft, ja, für billiges Geld. Wir erinnern uns, was ich gesagt habe, dass ein Kaufhaus einfach nur 50 Jahre dicht machen muss, dann ist es ein Museum, ja. Je nachdem, wie alt man selbst auch wird, ist alles, was man früher mal gehabt hat, sind alles Sammelstücke und Museumsstücke. Und ich habe allerdings nie gesammelt. Jetzt denke ich, ne, guck doch mal her, was ist eigentlich mit der Tänzerin von Tante Trutschen los? Kauft sowas noch jemand? Und wenn ja, ich meine, so eine nackte Tänzerin, das ist schon was gewesen, ja. Meine Tante hing auch gar nicht so dran. Und da habe ich eines Tages da mit Tante Trutschen, komm, was ist mit der Tänzerin? Ach, nimm sie mit, sagt sie. Ich habe kein Interesse dran. Und seitdem
Steht die bei mir, ja? Schönes Porzellan, nichts rausgebrochen, alles picobello. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, schöner Po. Ja, und da ist tatsächlich hier unten eine Signatur. Kann man natürlich nicht erkennen. Jedenfalls ist das, bin ich der Sache mal nachgekommen und siehe da, Figur stammt aus einem Porzellanwerk hier in Thüringen, Katzhütte, was auch figürliches Porzellan hergestellt hat. Später natürlich auf Rüstung umgestellt, auf Gebrauchsporzellan, Gebrauchskeramik vom Klobecken bis zur Badewanne, aber auch figürliches, schönes Porzellan gehabt. Denke ich, ach Gott, na ja, Mensch, sowas wird sich hier bei Kleinanzeigen verhökern lassen, ja, und ich hänge nicht dran. Es gibt keinen persönlichen Bezug zu der Figur. Und wenn sie mir ein paar Mark einspielt, ist besser, als wenn sie hier drum rumsteht. Ja. Und so spannend ist sie nun auch nicht hier. Und gehe da rein und erst einmal den Betrieb mir angeguckt, wann der entstanden ist, wann er seine Hochphase hatte und wann er geschlossen werden musste. Ist also der deutsch-deutschen Wiedervereinigung zum Opfer gefallen. Und unter anderem wollen wir nicht vertiefen jetzt. Und geht dann so in verschiedene, also wir kommen von einer Seite in die andere und siehe da, ich denke, ich sehe nicht recht. 850 Euro. 330 Euro. Leute, haltet euch fest. 1200 Dollar hat Anna für diese Tänzerin ausgegeben in den Vereinigten Staaten. Und jetzt kommt der Hammer. 2000 Dollar war die Obergrenze. Nun ist das bei Antiquitäten immer so eine Sache. Der verlangte Preis ist die eine Seite der Medaille. Aber Käufer, die auch bereit sind, den Preis zu bezahlen, ist die andere Seite der Medaille. Das ist genauso wie mit einer Briefmarkensammlung. Och, der hat ja eine ganz teure Briefmarkensammlung. Also laut Katalog, da ist also ein Satz von Bayern, die zwei Pfennigmarke von Bayern 1885, nicht wahr? Also ich stehe mit 8000 Euro im Katalog. Ja. Ja, die steht so im Katalog. Aber annonciere die mal und warte die Angebote ab. Ja. Da kannst du unter Umständen Jahre warten. Und jetzt kommt aber dieser ganz, ganz tolle Effekt bei Antiquitäten und das unterscheidet Antiquitäten von Gebrauchsgegenständen, die man verkauft, extrem und fundamental. Eine Antiquität hat was mit Gefühlen zu tun. Und wenn du eine Antiquität, wenn einer verrückt ist, emotional, dann zahlt er jeden Preis. Ja. Beispiel, der Nachbar hat ein Spielzeugauto. Das haben die Amerikaner, die GIs, 1945 mit hier nach Deutschland gebracht. Und irgendwie hat denen sein Cousin das Auto gehört, das wurde ihm, das hat er von den Amerikanern geschenkt bekommen.
ein herrliches Spielzeugauto. Bis zum Schalthebel und Lenkrad, alles nach, Gaspedal, Motorhaube aufmachen, zumachen. Alles detailverliebt nachgebildet. Und mein Nachbar hat das seinem Cousin ausgespannt. Ich habe recherchiert. Da sind sogar noch so spezielle Aufkleber unten drauf. Ja. Das war so ein Vorgängermodell von Bailisney und Wikinger-Modelle. Das wird vielleicht einigen was sagen. Das sind also heute zu hohen Spitzenpreisen gehandelte kleine Autos. Ich habe meine Wikinger-Sammlung gehabt. Da kam auch hier mal eine Deutsche rein, die in Frankreich lebt. Da war das Wort Wikinger-Modelle für die das Stichwort. Sie hatte auch welche. Leider ist die Verbindung nicht lange gedauert, weil die immer mit E-Mails mir geantwortet hat, mit Links zu irgendwelchen Seiten, statt mit mir so richtig schön Hin- und Herbetrieb zu machen. Das nur nebenbei gesagt. So, und bei Gebrauchsgegenständen, die haben alle einen Marktwert. Ja? Plus, minus, da weißt du ganz genau, wie du, wenn du was reinstellst, drüber oder drunter gehen kannst, ja, um dein Zeug loszuwerden. Ja? Bist du zu teuer, wirst du nicht los, bleibst du drauf sitzen, bist du zu billig, hast du es verschenkt. Beißt dich hinterher in den Arsch, wenn du da, verdammt nochmal, da habe ich für 200 verkloppt, da hätte ich doch 300 verlangen können, die hätte ich auch bekommen. Ja? Also das ist ein Verbankspiel, aber immerhin ist es absehbar, bis dein Gebrauchsgegenstand, deine Kamera, dein Camcorder, dein, ich habe mal vor kurzem ein kleines Windrad gehabt, ein antikes Windrad aus dem 19. Jahrhundert mit Messing, wo man also mit einer Messuhr dran, wo man also die Windgeschwindigkeit messen konnte. Und das war so eine Antiquität. Und die habe ich mit 150, wer legt für sowas einen Preis fest? Da gibt es keinen Preisvergleich, weil die so selten sind, derartige Gegenstände, dass du also kaum einen Vergleich hast, ja? Den du bei Gebrauchsgegenständen hast. Da sagt der Markt hier so und so viel. 80 Stück sind jetzt hier auf der Seite drauf. Na, gute Nacht, kann ich dann noch sagen. Wenn du da zu hoch bist, dann kriegst du das Ding nicht los. Ja. Und Kleinanzeigen schreiben, wollen Sie Ihre Anzeige verlängern für 2,50 Mark oder nicht? Sie sind hier, rutschen immer mehr runter, wollen Sie nicht wieder hoch auf Top-Plätze und so weiter. Er kennt das. Also, ich habe den Windmesser für 150 Euro reingestellt. Zwei Tage später hat mir Anna eine glühende Nachricht. Ich kaufe sofort. Bitte um Konto, IBAN. Und sofort die IBAN ihm geschickt. Ja, zack. Ein paar Tage später war die Kohle auf dem Konto. Und ich habe sorgfältig verpackt. Ja, ihm das Windrad hingeschickt. Und was all die Jahre in einem herrlichen Gehäuse, Holzgehäuse, keinerlei Schaden genommen hatte, hatte ich von meinem Vater noch gehabt. Ja. Und naja, aber da ich jetzt sowieso mit 77 so langsam die Bestände sortiere, um nicht zu sagen, mich von vielen Sachen auch trenne, da musste das Windrad auch dran glauben, ja, was eigentlich auch noch irgendwo hier im Schrank in seinem Kästchen drin lag. Und ja, so, also jetzt habe ich, nachdem ich ja festgestellt habe, von 300 Euro bis 2000 Euro geht hier mit meiner Kameradin meiner Tänzerin, geht hier alles, habe ich meine Tochter angerufen und gesagt, Mensch, du hör mal, ich glaube, du hast ja mit der nackten Tänzerin das ist ein richtiges Erbstück. Ja. Willst du die haben oder nicht? Ja. Ach nee, sagt sie, ich habe kein Interesse, ich habe keinen Bezug dazu. Ich würde sie nur nehmen, sagt sie, wenn du, also ich als ihr Vater, eine persönliche Bindung, eine emotionale Bindung dran hättest, wegen Tante Trutschen und so weiter, Familie. Nee, sage ich, Tante Trutschen hatte schon keine Bindung an die Tänzerin und ich auch nicht.
Und da sagt sie, und ich auch nicht, woher soll die Bindung verklopsen, hat die dann auch so brutal gesagt, ja, der verklopsen. Ja, das ist also die Story. Ja, komm, wir schauen Sie uns nochmal an. Die Ausleuchtung ist naturgemäß natürlich jetzt hier nicht so berauschend, nicht gerade materialgerecht, aber sie hat schon was. Und man kann verstehen, oh, hoffentlich fällt ihm jetzt nicht erst ein, das sind 2000 Euro im Arsch. Leute, Leute, warte mal, ich zittere immer mehr. Ja. Ich will den mal richtig ja, anpacken, die Gute. Ja. Oh, eine unglaubliche Eleganz. Ja. Also man sieht schon, die haben die Künstler des Art Deco, die haben schon gewusst, was sie tun. So, die Tänzerin. Von Tante Trutschen. Ja, also jetzt werde ich sie demnächst mal reinstellen und mal sehen. Ich werde natürlich unverbindlich VB nach Vereinbarungspreis, ja, kein Fest, ich würde mich ja selber ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich da einen Preis festlege. Ja. Da sagt derjenige dann, jetzt bin ich auch gut, wenn ich die jetzt für 400 reinstelle oder für 600, 400, 600 oder 800 und der hätte locker 1000 oder 1500 geboten und dann hätte ich mich selber beschissen, ja. Das kann es ja wohl nicht sein, ja. Ey, komm. Den Schriftzug, den wir uns noch mal angucken, das war zu. So, komm. Mensch, ist das nicht typisch? So eine Herr. Oh, jetzt ist schon wieder weitergegangen. So, komm, wir stoppen es mal ab. Hier auch die Schrift. Ja. Diese raffinierte Schrift, Leute. Ja. Und der Künstler hat sich die Freiheit genommen und hat also das Kreisel nicht nachgeäfft, den oberen Teil hat, den hat er nur angedeutet, aber hat seine eigene Kunst gemacht. Ja. Man ahnt es natürlich, dass das das Kreisler-Building ist, aber nicht ganz. Also er wollte auch noch zeigen, was er gestalterisch drauf hat. Aber diese Buchstaben, diese senkrechten, zarten Linien, auch waagerechten, ja, und die Schwünge, und dann diese massiven, fast klotzartigen Teile der Schrift in ihrer Kombination. Mensch, Leute, die Schriften gestalten, sind übrigens hochbezahlte Leute. Das darf man nicht verkennen. Und du kannst auch nicht, also du bekommst auch die schönsten Schriften, die bekommst du nicht geschenkt als Freeware, ja. Die ist auch nicht Bestandteil von Fotoprogrammen oder Grafikprogrammen. Die musst du extra bezahlen, ja. Die sind lizenziert, gute Schriften. Nicht? Du kriegst die Standardschriften, die kriegst du hinterhergeschmissen, gleich 80 oder 100 Stück, eine so scheiße wie die andere. Aber hier so eine Schrift, mein lieber Mann, also da musst du richtig Kohle abdrücken dafür, wenn du die wohlweislich, wenn du die kommerziell verwenden willst, ja, für freie private Verwendung, da sind natürlich die urheberrechtlichen Bedingungen nicht so streng. Ja, hier die Backstein in Verbindung mit Marmor. Menschenskind, das sind also so geschickte, eine herrliche Sammlung. Und hier wieder dieser wunderbare Adler am Chrysler Building. Also das Auge wird ständig von diesen Köstlichkeiten eingenommen. Und hier das Gelb, das Pastellige hier. Guck mal an, dieses wunderschöne, der pinkfarbige Straßenkreuzer. Und dann auch noch so schönes Zitronengelb.
was in der Fassade wiederkommt. Das wunderbare Magenta, das man könnte auch sagen, das Pink würde man das heute nennen. Und hier oben natürlich das Grün, wieder mit einer raffinierten, aber doch einfachen Schrift, das Art Deco drunter, ganz sparsam, das schlanke C, das R, das T auch nicht, nichts ist wuchtig und überzogen. Ja. Also das ist eine ganze Allee, diese Ocean Drive. Du hast den Strand am Atlantischen Ozean in Miami, dann dieser breite Strand mit dem herrlichen Meer und dann hast du eine Fußgängerzone und dann die Straße, da fahren zwar Autos, aber ganz langsam, eigentlich sehen und gesehen werden ist da angesagt. Mit sündhaft teuren Schlitten wird da Schaufahren veranstaltet und sehr, sehr viele Touristen, die in den herrlichen Restaurants sich niederlassen. Es ist verdammt viel Geld unter den Amis. Man soll ja nicht denken, dass es denen so schlecht geht. Ja. Also das kann man dort hervorragend studieren. In Miami, dass auch Leute Geld haben, die ihren Urlaub dort verbringen, den du ansiehst, dass sie nicht aus höheren Einkommensschichten zugehörig fühlen, ja, sondern aber die Puppen tanzen lassen, die also wirklich sich ihren Urlaub in Miami was kosten lassen. Ja. Interessant ist auch der Schwarze, der Anteil an Afroamerikanern, wie man heute sagt, ja. Das heißt, also, guck mal an, also der sieht nicht so aus, als würde er als Hilfsbuddy da irgendwo tätig sein, sondern der verdient richtiges Geld. Ja. Also das ist sehr, sehr interessant, das wird also kaum gesehen oder publiziert, dass die Schwarzen in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr aufgeholt haben, was das Einkommen anbelangt. Nicht? Also da hat man ja ein bekannter Fernsehkamerad, nicht? Vor kurzem einen Bericht aus den USA im Fernsehen, einen Bericht gebracht über die sozialen Probleme in dem Land. Der hat aber einen Fehler gemacht und hat nur die ganz Reichen gezeigt, ja, und interviewt und die ganz armen Schlucker, ja. Die armen Teufel, die in Los Angeles und San Francisco oder in Zelten auf der Straße übernachten. Die hat er interviewt und die hat er hochgejubelt. Aber die unglaublich große Mittelschicht in Amerika, in den Vereinigten Staaten, die den Staat ja auch, wenn du so willst, ökonomisch, wirtschaftlich tragen. Das sind ja die wahren Säulen des Staates. Das ist die gut verdienende Mittelschicht. Die hat er einfach links liegen lassen, der Ochse, ja. Die hat er gar nicht erwähnt. Er wollte unbedingt glänzen mit so einem scheiß Sozialbericht hier, ja. Und hat nur arme Teufel gezeigt und sündhaft teure Millionäre. Die wurden natürlich in schlechtem Licht gezeigt, ja. Das ist sowieso ein Kamerad, den ich gefressen habe, ohne jetzt Namen zu nennen. So, ja, also das gucken wir uns natürlich jetzt, näher an. Ja. Leute, stellt euch mal vor, also das ist eine Postkarte, da haben die tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, dass also die Reichen und Schönen am Empire State Building da andocken mit ihrem Zeppelin und um so schnell wie möglich in der City zu sein, Zeit ist Geld. Das hatten die schon damals, Geld ja, aber Zeit nein. Und da bin ich gleich im Zentrum, an meinem Ort, wo ich wohne, wo ich lebe, wo ich arbeite. Das ist das Eleganteste, was es gibt, wenn der Zeppelin gleich Empire State andocken kann. Wurde natürlich verworfen,
schlicht aus dem einfachen Grund, weil die Winde so unkalkulierbar sind in dieser Höhe. Ja. Das ist eine Katastrophe, gleich beim ersten Mal absehbar gewesen wäre. Ich glaube, es sind noch nicht mal Versuche unternommen worden, nur so aus PR-Gründen ist da mal dieses und jenes Luftschiff da so ein bisschen in der Nähe rumgekreiselt. Aber das ist dann natürlich ganz schnell verworfen worden. Aber die Idee selbst kursiert natürlich heute noch. Ja. Und diese herrlichen Postkarten hier und die Veröffentlichung, das ist natürlich ein wunderbares Zeug. Schöner Hut, oh, mein Vater, immer Hut getragen. Ja. Schick, 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 schick. Das ist in der Fifth Avenue übrigens, gerade rüber von Donald Trump seinem Hochhaus, ja. Da ist dieses Bulgarien vis-à-vis nicht zu übersehen. Das ist alles solche, sieht aus wie Gitter, ja. Und hier wieder dieses wunderschöne Orange, Gelb-Orange, ja. Diese Schwünge in der Ecke, die Fenster, die in der Ecke rumgehen, ja. Und hier so eine coole, kann man mal den. Das ist auch, weil, wenn ich mich da nicht verhauen habe, das könnte eigentlich mehr Jugendstil sein. Ja? Das war so mehr einer aus dem Jugendstil. Aber das ist wieder eben typisch. Ornamente, Ornamente. Und er kann sich lassen mit seiner scheiß Knickerbocker. Ja? Furchtbar. Guckt euch das mal an mit seinen dummen Beinchen. Ja? Wenn das Arnold Schwarzenegger... Arnold Schwarzenegger in Knickerbocker, da geht die Post ab, ja. Hier, Terrakotta, sündhaft teures Material, nicht tot zu kriegen, gebrannte, wunderbare Fliesen. Also wenn ich nochmal ein Haus bauen sollte, dann wird die ganze Vorderfront aus Terrakotta sein. Ja, der hat Platz in seinem Badezimmer. Und da muss das Klo, da muss er nicht noch reinfärschen. Das ist separat, wie sich das gehört. Das Klobecken meine ich. Ja. Hier, ein schöner Fahrstuhl. Aber der war, glaube ich, schon Selbstbedienung. Und immer wieder das Chrysler. Das ist also die Idee. Man kann sagen, was Art Deco anbelangt. Ja, siehst du, da ist der Fahrstuhlführer. Da darfst du nicht reingehen als. Ich habe das noch angenommen, weil es ein schönes Holz ist. Also die Telefone waren in dieser Zeit, 20er, 30er, 40er Jahre, natürlich schon wesentlich moderner. Und natürlich gab es die aus Holz noch, aber die wurden dann schon verdrängt durch Geräte aus Bakelit. War ein sehr, sehr beliebtes Material, Bakelit. Hat nur den Nachteil gehabt, dass es zersprungen ist, wenn es runtergefallen ist. Zack, das ist auseinandergeflogen. Und hier wieder so eine Ecke. Ist das schön. Mensch, du findest ja überhaupt keine Handwerker in Deutschland, die in der Lage sind, irgendwas zu mauern, was nicht rechtwinklig, mausgrau und stapelbar ist. Ja. Also die Bauhandwerker, die haben keine Beziehungsängste zu runden Objekten und Kreisen und Kugeln und Zeug gehabt. Oh, sündhaft, das ist was für Frauen, ja. Herrlich, pinkfarbig. Da muss man natürlich auch mal sich drauf einlassen können, auf die leichte, natürlich auch in Amerika besonders verbreitete, ja, manche nennen das Kitsch, ja. Also ich nenne das nicht Kitsch, sondern ich sage, wer täglich hier seine Haut zum Markt tragen muss in irgendeinem Beruf, egal
ob er mit den Händen oder mit dem Kopf sein Geld verdient. Der hat auch das Recht auf Kitsch, auf Ablenkung durch was Schönes, meinetwegen auch übertrieben Schönes. Hier Achat, Smaragde. Smaragd, das ist der Stein meines Tierkreiszeichens Krebs. Der Krebs ist mit dem Edelstein Smaragd ganz eng verbunden. Und ich liebe Smaragd auch wirklich. Und wenn ich es mir leisten könnte, dann hätte ich eine Smaragd-Sammlung. Hier, das ist der berühmteste amerikanische Wright, Architekt Wright, der also noch im hohen Alter seine sachlich einzigartigen, besonderen Bauten kreiert hat. Und der hat auch das Guggenheim-Museum an der Fifth Avenue gebaut, konzipiert. Ja. Was natürlich auch kein New York-Besucher sich durch die Lappen gehen lässt. Ja. Das gehört zum Besuchsprogramm. Das ist also mit seinen Rundungen ein einzigartiges Gebäude. Das hat er aber schon so ein älterer Kamerad gewesen, als der das Guggenheim-Museum entworfen hat. Er war schon über die 60. Wright heißt er. Einer der namhaftesten, berühmtesten amerikanischen Architekten. Ja, das ist er ja, auf dem Golfplatz. Man darf da nicht anfangen hier und darf in einem nicht der Klassenhaus hochkommen, ja, sondern man muss schon ein bisschen tolerant gestrickt sein und sagen, Mensch, wer es hat, gönn es ihm hier Schuhe, die kosten mehr als meine italienischen schwarzen Wildlederschuhe. Die kosten das 4-6-fache, dem zweifachen Monatslohn. Ja, der Türklopfer ist da nicht wahnsinnig. Und wieder ein schöner Fahrstuhl mit Holzverkleidung. Also die Dinger haben es mir und Messing. Messing und Holz in Verbindung, Menschenskinder. Da bleibt einem die Luft weg. Ja. So ein herrlicher Hauseingang hier. Mensch. Hier, die ganzen Segnungen dieser Zeit in einem Bild zu sehen, gewesen, herrlicher Türklopfer. Den fasst man gerne an den Hund. Diesen runden, schönen Hund. Metropolis, Fritz Lang, der große deutsche Regisseur, der dann in Hollywood seine eigentlich große Karriere gemacht hat, nachdem er Deutschland verlassen musste. Und damit hat Deutschland, man kann sagen, den bedeutendsten, berühmtesten Regisseur verloren. Metropolis war da sein größter Film in Deutschland, ein Science-Fiction-Film, der auch in der Gestaltung seiner, alles was den Film direkt und indirekt berührt hat, Prospektgestaltung, die Bauten, das ist alles typisch Art Deco gewesen. Ich würde Metropolis, diesen Film, jeden Filmschaffenden zum Pflichtprogramm machen. Jeder, der mit Film was zu tun hat, ob auf der Kameraseite oder auf der Regisseur- oder Dramaturgie-Seite, würde sagen, du hast Metropolis dir anzuschauen und du schreibst mir darüber einen Aufsatz, 10 Seiten lang. Ja, das ist eben nicht das in New York, das ist das in Chicago, das Gebäude, ich weiß jetzt nicht. Ja, hier, Tango, Schorsche, Menschenskinder, diese weißen Schuhe mit Gamaschen noch mit dazu. Ich glaube, ich habe auch ein Bild dabei, wo man die Gamaschen sehen kann. Ja, ja, das Tango, Schorsche,
Das ist, hat meine Mutter immer die Brüder genannt. Gell? Das ist ein Tango-Schorschel. Es war so eine Redensart, ein bisschen abfällig gemeint. Ja, also das, mit dem Bett macht man sich nicht lächerlich, wenn man das jemand vorführt. Und hier, dieses herrliche Mintgrün in der Mitte und das relative Hellblaue. Und hier ein Einzelbett, diese wunderbare Schale. Also die Designer brauchen bloß sich im Dekor des Art Deco umzuschauen und wird mit einer Fülle von Formen und Farbenreichtum konfrontiert, dass sie eigentlich nur zugreifen brauchen. Ja. Und das wird ja auch gemacht. Oh, ist das wahnsinnig. Die Klinke, die will man nur anfassen. Ja. Und Messing. Wie dieser irre Fahrstuhl funktioniert, das habe ich nicht rausgefunden. Die ganze Pracht und Herrlichkeit dieser Fotos würde man natürlich nur genießen können, wie ich hier an meinen 27 Zoller, wenn ich da den Vollbildmodus einschalte und habe auch noch die Fotos in hochauflösend zur Verfügung, da ist es wirklich fürs Auge eine Labsal sondersgleichen. Und man hat ja gar nicht die Möglichkeit, sowas vor Ort sich anzuschauen. Ja, also ich merke schon, wir sind jetzt so ein bisschen über die Stunde weg. Ich merke schon, dass ich auch mit, ja, ein schöner, wie ein Buick sieht er bald aus. Ich merke, das ist wahrscheinlich sogar noch hier ein Teil 3 von Art Deco geben muss. Es ist so schön und umfangreich. Ich hatte auch Mühe zu sortieren und den Weizen vom Spreu zu trennen. Hier, ob du eine Plastik nimmst oder eine Außenarchitektur oder die Accessoires von der Parfümflasche über ein Flakon für Damen bis zu einer Heldendarstellung, einem trutzigen Adler. Viele Völker haben ja Adler in ihrem Wappen und überhaupt als Symbol mit ja, aber ich weiß, dass sich nach einer Stunde immer so ein bisschen was einstellt, wie eine, oh, wir sind jetzt zu sieben, meine lieben Freunde, meine lieben Zaungäste. Ihr wisst ja, ich nenne euch Zaungäste, weil, warte mal, hier hat Anna wieder so einen ganz geilen pinkfarbenen Cadillac in Miami geparkt worden. Mensch, die ganze Straße, eine Art Deko
Villa nach der anderen. Das ist eine regelrechte Architekturausstellung, ist das in dieser Straße. Und deswegen Zaungäste, weil ihr nicht bei YouTube registriert seid und hier eben leider Gottes kein Tönchen von euch geben dürft. Ihr die Freiheitsstatue unmontiert und nochmal so ein prachtvolles Treppenhaus. So, jetzt werde ich langsam hier doch mal mit diesem herrlichen Bad, aber er hat immerhin das Klobecken mit drin, also gehört nicht zu der ganz reichen Schicht. Und das Planetarium, da habe ich mich auch gefragt, ob das aus Jena stammt. Ja? Ich meine die Innereien vom Planetarium. Und jeder ein Kamerad mit Knickerbocker. Furchtbar. Der Topfhut von ihr sah nicht unbedingt. Das Berauschendste. Zeig mal jetzt noch irgendein schönes Bild. Ja, damit möchte ich hier die Veranstaltung beschließen, diese wunderbaren Figuren am Kreisler, ganz oben. Man sieht sie kaum. Man muss wirklich das Fernrohr mitnehmen, den Feldstecher, um sie zu sehen, ja, in ihrer Pracht und Herrlichkeit. Im Übrigen nicht für die Öffentlichkeit zugelassen, das Kreisler, der Kreisler Wolkenkratzer, das Kreisler Building, da ist nichts zu machen, kommst du nicht rein. Ja. Und naja, warum nicht? Die Freiheit hat man eben, ob man sich Millionen durch die Lappen gehen lässt oder ob man irgendwie im Empire State Building. Das Neueste ist ja, in New York, The Edge, die Ecke. Das ist so hammermäßig. Das stellt aber alles in Schatten. Das ist am Hudson River ein neues, hohes Gebäude. Und wie der Name schon sagt, Ecke. Das ist ganze, eine freie Ecke. Und da stehen die Leute auf Glas. Das ist, Mensch, also da rutscht dir das Herz in der Hose, wenn du nicht schwindelfrei bist. Und da kannst du von dort aus bis zum Empire State und bis zum Chrysler hoch raus rüber schauen und den East River noch mit sehen. Wahnsinnig geil, sowas. The Edge. Also auf Glas stehen. Manche legen sich auch drauf und gucken runter. Ja. Es ist irre, irre, irre. Ja, so, damit möchte ich hier Schluss machen. Nicht ohne nochmal hier von Tante Trutschen. Aber ich glaube, meine Tante Trutschen hätte mir die auch gegeben, wenn sie gewusst hätte, dass diese Kameradin richtiges Geld bringt. Gell? 300 Euro, 800 Euro, 1200 oder 2000 Dollar. Leute, greift zu, ehe sie weg ist. Ja. Also, das war's. Ich darf mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und werde wahrscheinlich noch eine dritte Runde in Sachen Art Deco fahren hier. Werde mal sehen, wie die Zugriffe sind, ob sich das rechtfertigt. Ansonsten würde ich es dabei belassen. Also, herzlichen Dank, meine lieben Zaungäste, für eure Geduld und Aufmerksamkeit hier auf Rufis Kanal, der dann, wie immer sagt, Servus.